Dann herzlich willkommen. Ich habe diesen Vortrag aus einem größeren Vortrag zusammengestellt, der vor der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften gehalten wurde. Und daher ist er auch auf Deutsch, was, glaube ich, aber für die Anwesenden kein Problem ist. Es geht heute um ein Thema, das uns am Institut beschäftigt, nämlich die Sensorik in Flüssigkeiten, die insbesondere zum Beispiel zur Überwachung chemischer Prozesse, aber auch zur Zustandsüberwachung von Maschinen verwendet werden kann. Und warum der Untertitel Small is not necessarily beautiful ist, darauf gehe ich dann in Kürze ein. Kurz ein Überblick: Forschungsthema am Institut sind hier drei aufgeführt. Eins besonders hervorgestrichen, weil das heutige Thema dazu passt. Wir arbeiten an integrierten Infrarot-Absorptionssensoren, eingebetteten Sensoren, aber auch insbesondere an physikalischen Chemosensoren. Was wir darunter verstehen, erkläre ich kurz später. Ein Unterthema daraus sind Viskositätssensoren. Prinzip Modellierung wird ein Thema sein, Modellierung in diesem Vortrag weniger. Vergleichbarkeit mit klassischen Verfahren. Hier kommt dann der Untertitel ins Spiel und dann zeige ich ein paar Beispiele für Bauformen. Das Ganze soll nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Ich schließe dann mit einer Zusammenfassung. Hier nochmal kurz ein paar Bilder zur Illustration von Forschungsthemen. Also wir beschäftigen uns allgemein mit Sensoren zur Flüssigkeitssensierung. Meistens geht es hier um physikalische Flüssigkeitsparameter wie zum Beispiel Dichte und Viskosität. Dann beschäftigen wir uns mit Mikrofluidik. Ein Beispiel dafür sind sogenannte Labs on a Chip, wo man also auf einem zum Beispiel Glas- oder auch Kunststoffchip eine chemische Analyse durchführen kann, mit insbesondere Anwendungen in der Medizin. Modellierung und Simulation ist bei all diesen Sensoren ein Thema, genauso wie die Ausleseelektronik. Und ein anderes Thema, das uns seit einigen Jahren beschäftigt, sind eingebettete Sensoren in mechatronischen Komponenten und Systemen. Zu diesen beiden Themen, die ich heute nicht vertieft behandle, nur zwei Orientierungsfolien. Bei den integrierten Infrarotsensoren geht es um Absorptionssensorik. In der Chemie ist es im Labor ein durchaus etabliertes Mittel, um eine Idee zu bekommen, welche Substanzen sich zum Beispiel in der Umgebungsluft befinden. Hier ist das Ziel, solche Sensoren miniaturisiert, also auf einem Chip integriert, herzustellen. Besonders interessant ist hier der mittlere Infrarotbereich, wo besonders interessante Absorptionslinien für viele Anwendungen liegen. Wir verwenden hier Siliziumtechnologie, photonische Kristalle und Dinge dieser Art. Ist heute aber nicht das Thema, ebenso wenig ist heute nicht das Thema die Einbettung von Sensoren in mechanischen Komponenten. Hier sehen Sie Beispiele für gedruckte Sensoren. Das sind im Prinzip mit Siebdruck hergestellte Strukturen. Man kann hier Temperatursensoren, Dehnungsmessstreifen, Drucksensoren etc. realisieren. Und das Thema heute sollen Sensoren auf sogenannter mikroakustischer Basis sein. Das sind also kleine Schwinger. Hier rechts in diesem animierten Bild sehen Sie zum Beispiel eine Zeitlupenaufnahme eines Flüssigkeitstropfens, der zum Schwingen angeregt wird. Und über solche Schwingungen und andere Schwingungen kann man dann Schlüsse über die mechanischen Eigenschaften der Flüssigkeit ziehen. Also ob sie besonders zäh ist, ob sie eine besonders hohe Dichte aufweist und so weiter. Diese Sensoren eignen sich insbesondere für ein Konzept, das Michiel Fellekop, jetzt Professor in Bremen, früher an der TU Wien, als physikalischen Chemosensor bezeichnet hat. Ein klassischer chemischer Sensor funktioniert in der Regel so, dass Sie irgendeine selektiv mit der Umgebung wechselwirkende Schicht haben, also zum Beispiel eine Polymerschicht, in der sich bevorzugt bestimmte Zielmoleküle anlagern, wenn Sie zum Beispiel Pestizide im Grundwasser nachweisen wollen. Dann haben Sie vielleicht eine Schicht, wo sich diese Pestizide so vorhanden einlagern und diese Schicht ändert dann ihre physikalischen Eigenschaften, zum Beispiel ihre elektrische Leitfähigkeit oder ihre Massendichte. Und diese physikalischen Eigenschaften werden dann mit einem
Sensor für diese physikalische Eigenschaft gemessen und ausgewertet. Das Problem bei diesen Sensoren liegt oftmals in der Stabilität dieser chemisch sensitiven Schicht. Sie kann vergiften, altern etc. Eine Idee ist daher, dass man diese Schicht weglässt, wodurch man natürlich sehr viel an Selektivität verliert und stattdessen direkt die physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit misst. Na, wenn man die Schicht weglässt, dann erspart man sich einen Haufen Probleme, die vielleicht da sind, wie schon erwähnt, die Vergiftung, die Schicht kann altern, die Reproduzierbarkeit kann schlecht sein, weil hier Chemie im Spiel ist. Und wir verlieren allerdings auch die Selektivität. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, weil in vielen Prozessen wissen Sie ja, was im Prinzip vor sich geht. Und Sie wollen nur wissen, an welcher Stelle des Prozesses Sie sich zeitlich gerade befinden. Zum Beispiel beim Brauen können Sie über eine Dichtebestimmung auf den Alkoholgehalt des späteren Produkts zurückschließen. Oder Sie sensieren mehrere physikalische Parameter und spannen sozusagen einen Merkmalraum auf, in dem Sie sich dann auch Ihre chemische Eigenschaft per Korrelation rausholen können. Beispiele für dieses Konzept hier, eins aus der Grundlagenforschung. Wir arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen von der Uni Löwen in Belgien an der Überwachung von Reaktoren zur Herstellung von sogenannten Zeoliten. Das sind Kristalle, die regelmäßige Fehlstellen haben, also jetzt nicht im Sinne einer stochastischen Porosität, sondern der Kristall hat einfach Lücken und ist damit ein nanoporöses Material, das für zahlreiche Anwendungen verwendet werden kann, zum Beispiel Katalysatoren. Und die Synthese dieser speziellen Kristalle wird nicht gut verstanden und sollte seinerzeit, das war der Beginn unseres Projekts, auf der ISS, der International Space Station, untersucht werden, weil der Prozess durch Gravitation beeinflusst wird. Im Zuge der Kristallisation bilden sich nämlich solche Nanopartikel, die immer größer werden und es kommt zu Sedimentierungseffekten und so weiter. Und die wollte man ausschalten, um mal zu verstehen, wie der Prozess prinzipiell abläuft. Der Nachteil ist aber, dass auf der ISS niemand dabei ist mit riesigem Laborequipment, der diesen Prozess überwachen kann. Und da kamen unsere Sensoren ins Spiel. Also auch hier war ähnlich wie beim Brauen die Idee, herauszufinden, an welcher Stelle dieser Synthese man sich gerade befindet. Ölzustandssensorik ist ein anderes Beispiel, an dem ich seinerzeit in meiner Industriezeit bei der Firma Bosch gearbeitet habe. Man kann über die Viskosität und die Elektrizitätszahl oder Permittivität des Öls auch Rückschlüsse ziehen, ob ein Öl zum Beispiel oxidiert ist oder besonderen Rußeintrag hat, Wassereintrag oder ob eine Verdünnung mit Flüssigkeiten vorliegt. Ja, man hat hier also einen Merkmalraum, in dem Fall aus zwei Größen, der dann natürlich noch ausgewertet werden muss. Ja, ein sehr populärer Sensor zur Vermessung von Flüssigkeitseigenschaften und ich gehe jetzt hauptsächlich auf die sogenannte Viskosität, also Zähigkeit von Flüssigkeiten ein. Aber auch für chemische Sensoren ist die sogenannte Quarz-Mikrowaage, auf Englisch Quartz-Crystal-Microbalance. Es handelt sich hier um ein Quarzblättchen, das auf zwei Seiten mit Elektroden belegt ist. Und Quarz ist piezoelektrisch. Wenn Sie also jetzt hier nämlich eine Spannung anlegen, erzeugen Sie im Quarz, hier im Querschnitt gezeichnet, ein elektrisches Feld in dieser Richtung, das bei entsprechender Wahl des sogenannten Quarzschnittes, also dem Winkel, unter dem Sie den Quarz aus die Scheibe aus dem Einkristall rausgeschnitten haben, je nach Schnitt ergibt sich dann eine entsprechende Verformung. Diese Sensoren sind so rausgeschnitten, dass bei einem Feld in dieser Richtung, also normal auf die Oberfläche, eine Scherdeformation entsteht. Das ist nicht selbstverständlich, aber das können Sie erreichen, indem Sie einen speziellen Schnitt verwenden. Und wenn Sie jetzt eine Wechselspannung anlegen, dann passiert das, was hier links dargestellt ist, es kommt zu solchen Scherschwingungen. Und wenn Sie die Frequenz so wählen, dass das Blättchen in mechanische Resonanz kommt, dann werden die Amplituden an der Oberfläche relativ groß. Wozu kann man das verwenden? Hier sehen Sie übrigens, wie das aussieht. Hier haben Sie so, sieht aus wie Glas, also ein Quarzblättchen. Eine Elektrode auf der Oberseite, eine andere auf der Unterseite und die werden auf die Seite rausgeführt und hier kontaktiert.
Was kann man jetzt damit machen? Das Ganze heißt Mikrowaage, weil es stellt sich heraus, wenn Sie jetzt hier einen Massebelag an der Oberfläche anbringen, dass sich die Eigenschaften dieser Schwingung ändern, die Resonanzfrequenz vor allem. Hier ist eine Gleichung, die erst 1959, obwohl sie nicht besonders spektakulär ist, aber von einem Herrn namens Sauerbrei in seiner Dissertation hergeleitet wurde. Sie ist nicht besonders überraschend, wenn Sie an einen Federmasse-Schwinger denken. Wenn Sie die Masse erhöhen, wird die Resonanzfrequenz sinken. Und genauso ist es hier auch. Das Besondere ist jetzt aber, dass durch die hohe Schwingfrequenz und die Tatsache, dass Sie Frequenzen besonders gut auflösen können elektronisch, Sie müssen nur genug Zeit in die Messung investieren, durch diese beiden Tatsachen haben Sie eine enorme Empfindlichkeit. Sie können hier Massenbelege von einigen 10 Nanogramm pro Quadratzentimeter sensieren. Nur zur Orientierung, diese Scheiben haben Durchmesser zwischen 5 und 10 mm typischerweise. Dieser Sensor ist an sich nichts Neues und wird schon lange verwendet, zum Beispiel in Aufdampfanlagen. Wenn Sie mit beobachten wollen, wie viel aufgedampft wurde, dann beobachten Sie die Frequenz so eines Quarzes, der hier eingebracht ist. Bei chemischen Sensoren mit solchen chemischen Interfaces, wie ich vorher beschrieben habe, die wir eigentlich vermeiden wollen, aber natürlich werden die in vielen Anwendungen auch genutzt, auch so ein chemisches Interface könnten Sie auf den Quarz aufbringen und durch Anlagerung, in dem Fall eines Virusteilchens, können Sie die Massenerhöhung in dieser Schicht messen, relativ empfindlich. Also in diesen beiden Anwendungen und weiteren sind diese Quarze relativ etabliert. Sie sind auch besonders beliebt, wenn Sie in Flüssigkeiten messen wollen. Und der Grund dafür ist der, dass eine schwer schwingende Oberfläche, also eine Oberfläche, im Englischen sagt man in-plane, von einer idealen Flüssigkeit unbeeindruckt ist. Das heißt, wenn Sie so einen Quarz in eine Flüssigkeit eintauchen, dann ist er nach erster Näherung mal vollkommen unbeeindruckt davon, dass er jetzt in einer Flüssigkeit schwingt. Und der Grund ist eben, wie gesagt, dass Scherbewegungen in idealen nicht-viskosen, also zähen Flüssigkeiten, keine Wirkung haben. Sie sehen das hier in diesem kleinen Video, das mit einer Miso-Suppe gemacht wurde. Sie können das auch selbst mit Kaffee ausprobieren oder etwas anderem, wo Sie die Flüssigkeit zum Beispiel durch eine Schauminsel beobachten können. Hier ist es die Einlage der Miso-Suppe. Sie sehen, ich drehe hier diesen Teller und das Innere ist von dieser Drehung unbeeindruckt. Lediglich die Partikel, Tofu-Teilchen in dem Fall, die am Rand kleben, die werden mitgeschleppt. Aber schon Teilchen, die nicht mehr mit dem Rand in Kontakt sind und insbesondere das hier in der Mitte wird kaum mitgeschleppt. Und der Grund ist, dass die Flüssigkeit praktisch keine Viskosität hat und sich somit diese Scherbewegung am Rand nicht ins Innere durchspricht. Wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, es gibt schon einen gewissen Mitschleppeffekt, der ist hier skizziert für eine Scher-oszillierende Oberfläche. Man kann berechnen, dass die Eindringtiefe, die diese Mitschleppung zugrunde liegt, in dieser Größenordnung liegt. Sie ist proportional zur Wurzel der Viskosität. Eta, verkehrt proportional zur Wurzel der Frequenz und der Dichte. Es stellt sich heraus, dass zum Beispiel für Wasser und Schwingungsfrequenzen von solchen Scherschwingern, die liegen bei einigen Megahertz, die Eindringtiefe unterhalb eines Mikrometer ist. Unterhalb von einem Mikrometer ist. Was kann man jetzt machen? Wir haben ja gesagt, wenn Sie Massenbelege messen wollen, dann interessiert Sie vielleicht die Viskosität der Flüssigkeit gar nicht. Leute, die chemische Sensoren verwenden, die wollen oft in Flüssigkeiten messen und die finden das ganz toll, dass sie nur weiterhin den Massenbelag einer hier nicht eingezeichneten Schicht oder die Änderung des Massenbelags messen, aber nicht die Viskosität der Flüssigkeit oder kaum. Jetzt kann man sich genauer modellieren, was man denn jetzt hier misst. Das Ersatzschaltbild des elektrischen eines Quarzes sieht so aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele der ZuhörerInnen aus dem Bereich der Elektrotechnik sind, aber vereinfacht gesagt, Sie haben einmal einen Kondensator, weil Sie zwei Elektroden haben, die einander gegenüberstehen. Der Quarz ist das Dielektrikum und durch die Piezoelektrizität einen sogenannten mechanischen Arm oder Bewegungsarm, der die mechanische Resonanz in ein
im elektrischen Ersatzbild in einen LC-Schwingkreis übersetzt. Und wenn Sie jetzt die Flüssigkeitsbeladung berücksichtigen, dann stellt sich heraus, dass das Mitschleppen der Flüssigkeit auch die Resonanzfrequenz, ähnlich wie ein Massenbelag, geringfügig zumindest beeinflusst. Das wird hier abgebildet durch eine zusätzliche Induktivität. Und natürlich haben Sie auch eine Dämpfung, wenn die Flüssigkeit viskos ist, wodurch dieser Widerstand hier erhöht wird. Man kann ausrechnen, dass beide diese Elemente proportional zur Wurzelviskosität Dichte geben. Und das ist jetzt auch schon eine Anwendung dieses Sensors. Wenn Sie keinen chemischen Belag drauflegen, können Sie ihn verwenden, um eine allfällige Viskosität, ob sie größer ist oder kleiner, zu bestimmen, indem Sie die Komponenten in diesem Ersatzschaltbild bestimmen. Im einfachsten Fall bestimmen Sie weiterhin nur die Resonanzfrequenz und damit indirekt diese zusätzliche Induktivität. Gut, das ist also etwas, was wir im Prinzip machen. Wir benutzen unbeschichtete Sensoren, um Viskositäten zu messen. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, aber erwähne kurz, dass es noch andere Wellenmoden gibt, die gerne verwendet werden, sogenannte Oberflächenwellen. Ich habe hier zwei dargestellt, schematisch. Beide diese Wellentypen treten auch bei Erdbeben auf, also makroskopisch. Sie können sie aber auch auf kleinen Chips realisieren. Das hier wäre die Rayleigh-Welle, deren Verlauf ähnlich einer Wasserwelle ist. Das heißt, Sie haben hier Schwingungen normal zur Oberfläche. Für Messungen in Flüssigkeiten ist dieser Wellentyp nicht sehr gut geeignet, weil er zu einer Abstrahlung in die Flüssigkeit führt. Wir sind interessiert an solchen Scherbewegungen, die nach einem Physiker namens Love benannt sind. Und die treten auf, wenn Sie für eine Schichtung sorgen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine dünne Schicht auf einen Halbraum aufbringen. Und bei Erdbeben treten diese Wellen deswegen auf, weil auch die Erdoberfläche geschichtet ist. Wenn man diese Wellen dann nutzen will, dann verwendet man wieder piezoelektrische Substrate, auf denen sogenannte Interdigitalwandler aufgebracht sind. Das sind Elektrodenstrukturen, die ineinandergreifende Finger haben, wie hier dargestellt, die einander aber nicht berühren. Und wenn Sie jetzt hier Wechselspannungen anlegen, dann erzeugen Sie räumlich periodische Felder, und die auch Wechselfelder sind bei Wechselspannungen. Und wenn das Muster dieser räumlich-periodischen Felder zur Wellenlänge eines dieser Wellentypen, die Sie gerne anregen wollen, passt, dann können Sie den Modus auch anregen. Ja, die Wellenlänge hängt mit der Frequenz ab, das heißt, Sie könnten jetzt von der Frequenz ab, Sie könnten jetzt also die Frequenz durchtunen und irgendwann macht es zack und dieser Transducer oder Wandler passt genau zu dem Wellentyp, den Sie gern hätten. Und Sie können dank des umgekehrten piezoelektrischen Effekts dann auch wieder so eine Welle detektieren und auf die Art zum Beispiel eine Verzögerungsleitung aufbauen. Und Sie werden es schon erraten haben, auch auf dieses Bauelement können Sie jetzt Wasser oder eine andere Flüssigkeit tröpfeln und durch die Wechselwirkung mit der Flüssigkeit wird diese Wellenausbreitung ebenfalls beeinflusst durch Viskosität und oder Dichte. Gut. Ich habe hier nur eine Erinnerungsfolie. Ein ganz großer Teil unserer Forschung, der in der Anwendung dann weniger sichtbar ist, ist die Modellierung von allen Effekten, die hier passieren. Es ist zum Beispiel so, dass diese Schwinger unerwünschterweise auch Druckwellen erzeugen und man muss kennen, ob die vorhanden sind oder nicht, weil die können Reflexionen zum Beispiel an Gehäuseteilen erzeugen, die dann zu Signalen führen, die man gar nicht möchte und so weiter. Auch dieses Ersatzbild, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, das ist relativ einfach herzuleiten, aber das beruht auch auf Modellierung. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil dieser Arbeit. Für die Anwendung ist aber vielleicht nochmal interessanter, sich in Erinnerung zu rufen, was Viskosität eigentlich genau ist. Die Definition, die hier gezeigt ist, geht auf Newton zurück und geht davon aus, dass man die Viskosität einer Flüssigkeit zum Beispiel in so einem Experiment bestimmen kann. Sie fixieren eine Platte, bringen Flüssigkeit auf und legen eine zweite Platte drauf. Gewissermaßen eine Sandwich-Struktur, wo die Flüssigkeit dazwischen eingeschlossen ist. Jetzt bringen Sie an der oberen Platte eine Scherspannung auf, die untere ist fixiert. Dann wird es hier zu einer allmählichen Bewegung, in dem Fall nach rechts, kommen. Und in der Flüssigkeit stellt sich ein Geschwindigkeitsgefälle ein. Und Newton hat gesagt, das Verhältnis
der aufgebrachten Scherspannung zu diesem Geschwindigkeitsgefälle, man sagt auch Scherrate, das ist die Viskosität. Bei einer sogenannten Newtonschen Flüssigkeit geht man davon aus, dass dieses Verhältnis konstant ist. Das heißt, wenn Sie doppelt so hohe Scherspannungen aufbringen, haben Sie auch doppelt so hohes Schergefälle. Ja, das ist auch nicht unvernünftig, diese Annahme, und viele Flüssigkeiten verhalten sich auch so, aber wie bei anderen Phänomenen auch, gibt es auch hier allerlei Effekte, wo es Abweichungen gibt. Sie können Nichtlinearitäten haben, aber auch kompliziertere Dinge. Diese Messanordnung ist nicht sehr praktikabel, aber sehr einfach zur Beschreibung des Phänomens. Praktikablere Messanordnungen sehen so aus, dass Sie irgendeinen Rührer oder einen Zylinder zum Beispiel in die Flüssigkeit eintauchen und den rotieren lassen. Und am Rand des Zylinders treten dann auch solche Mitschleppeffekte auf. Und diese Sensoren, die ich vorher gezeigt habe, machen ja im Prinzip das Gleiche. Sie oszillieren halt anstatt einer kontinuierlichen Bewegung, aber auch da hat die Viskosität natürlich Einfluss. Jetzt ist für viele Anwendungen interessant, sogenanntes nicht-Newtonsches Verhalten zu beobachten. Ich habe das hier mal kurz skizziert. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie also einen Prüfzylinder eintauchen in eine Flüssigkeit und den rotieren lassen, dann wird je nach Viskosität der Flüssigkeit für eine bestimmte Drehzahl ein mehr oder weniger großes Drehmoment erforderlich sein. Na, das Verhältnis dieses Drehmoments zur Drehzahl ist dann ein Maß für die Viskosität. Sie können den Zylinder auch oszillieren lassen, dann hätten Sie etwas, was relativ ähnlich ist zu unserer scherschwingenden Sensoroberfläche. Na, das erste Verfahren nennt man auch rotatorisches Verfahren und hier könnte es jetzt passieren, dass die Viskosität zum Beispiel absinkt, wenn Sie größere Drehmomente aufbringen. Ja, bei größeren Drehmomenten kriegen Sie auch größere Drehzahlen, aber das Verhältnis ist vielleicht nicht konstant. Und es gibt zum Beispiel den Effekt der Scherverdünnung, dass dieses Verhältnis also absinkt, wenn Sie die Scherrate erhöhen. Ja, es gibt auch Scherverdickung. Es gibt auch das Phänomen, dass die Flüssigkeit sich merkt, was mit ihr passiert ist. Das heißt, Sie müssen eine Zeit lang die Flüssigkeit mechanisch stressen, bis sich die Viskosität erniedrigt. Den Effekt kennen wir alle von Ketchup. Ja, jeder hat vielleicht die Erfahrung gemacht, manche vielleicht noch nicht, ja, dann gebe ich Ihnen das jetzt mit. Wenn Sie also wollen, dass das Ketchup aus der Flasche rauskommt, zahlt es sich wirklich aus, in Ruhe eine Zeit lang zu schütteln. Das Ketchup wird mit der Zeit dünnflüssiger. Bei oszillatorischen Verfahren kann es passieren, dass bei höheren Frequenzen die Viskosität sich ändert und dass Phasenverschiebungen auftreten, die dann durch einen Imaginärteil bei komplexer Notation beschrieben werden können. Was sich dahinter versteckt, ist ein gewisser elastischer Anteil der Flüssigkeit. Man spricht dann von Viskoelastizität, das heißt, die Flüssigkeit wirkt bei höheren Frequenzen ein bisschen wie ein Festkörper, an dem man ein bisschen schüttelt. Ja, die zeitabhängigen Effekte habe ich vorher erwähnt. Bei unseren Sensoren stellt sich jetzt heraus, dass wir vor allem in diesem Bereich hier arbeiten. Das heißt, wir haben oszillierende Verfahren bei relativ hohen Frequenzen. Und das führt dazu, dass die Viskositäten, die wir berechnen und die auch tatsächlich stimmen für diese Frequenz, oft für Anwenderinnen und Anwender nicht einfach interpretierbar sind, weil die üblicherweise hier bei niedrigen Frequenzen arbeiten. Und es ist jetzt eine ganz wichtige Zusammenarbeit mit Rheologen und Rheologinnen herauszufinden, wie wir das übersetzen können. Es gibt hier zum Glück phänomenologische Beziehungen für große Flüssigkeitsklassen, zum Beispiel Polymerlösungen und verwandte Flüssigkeiten, wo sich herausstellt, dass man die Frequenzabhängigkeit der Viskosität übersetzen kann in die Scherratenabhängigkeit. Also dass diese beiden Bilder hier miteinander zu tun haben, obwohl die Scherrate was anderes ist als die Frequenz, ergibt sich hier qualitativ und auch quantitativ bei diesen Flüssigkeiten der gleiche Verlauf. Na, das hilft vielen, bei vielen Anwendungen, da eine Scherratenabhängigkeit meist gut bekannt ist. Ich bringe noch ein letztes Beispiel für eine Komplexität, die bei Anwendungen öfter auftritt, nämlich wenn Flüssigkeiten eine Mikrostruktur haben. Ein Beispiel für solche Flüssigkeiten wären Emulsionen. Also wenn Sie Milch zum Beispiel hernehmen, dann hätten Sie Öltröpfchen in Wasser.
Hier ist dargestellt das Umgekehrte, Wassertröpfchen in Öl, zum Beispiel Sie haben Motoröl, wo ein gewisser Wasseranteil drin ist. Sie erinnern sich, die scherschwingende Oberfläche unseres Sensors schleppt die Flüssigkeit mit und die Eindringtiefen sind je nach Viskosität nicht sehr hoch, vielleicht im Mikrometerbereich oder sogar darunter. Na, wenn Sie jetzt über normale Emulsionen, hier nenne ich sie Makroemulsionen, Bescheid wissen, dann wissen Sie, dass die Tröpfchen dort durchaus im Mikrometerbereich oder noch größer sind. Man erkennt es ja auch daran, dass diese Emulsionen trüb sind. Durch Milch kann ich nicht durchschauen. Das bedeutet aber, dass diese Tröpfchen für die Maßstäbe des Sensors sehr, sehr groß sind. Das heißt, vielleicht erfasst er sie in seiner Viskositätsmessung gar nicht. Oder wenn sich ein Tropfen auf der Oberfläche anlegt, misst er nur diesen Wassertropfen in dem Fall. Somit sind die Ergebnisse schwer zu interpretieren. Um das nachzuweisen, dass dieser Effekt tatsächlich eine Rolle spielt, haben wir mit Mikroemulsionen gearbeitet. Hier werden spezielle Emulgatoren verwendet, die die Tröpfchengröße in den Submikrometerbereich bringen. Diese Emulsionen sind dann auch durchsichtig, weil das sichtbare Licht nicht mehr gestreut wird. Und es stellt sich heraus, dass die Sensoren dann tatsächlich das Richtige unter Anführungszeichen messen, also auch die Viskosität, die Sie makroskopisch beim Rühren feststellen würden. Wir haben ja Versuche gemacht, indem wir Mikroemulsionen entlang einer Verdünnungslinie weiter verdünnt haben. Man startet mit Öl, bringt ein bisschen Wasser ein, dann entstehen kleine, bei Mikroemulsionen sehr kleine Wassertröpfchen. Wenn Sie den Wasseranteil weiter erhöhen, passiert was materialwissenschaftlich sehr Interessantes. Es entsteht eine bikontinuierliche Phase. Das ist ein schwammartiger Zustand, wo sowohl die Wasserphase als auch die Ölphase miteinander verschlungen sind. Die Struktur wird auf einmal sehr groß. Hier haben Sie kleine Tröpfchen und hier haben Sie riesige Ausdehnungen dieser schlangenartigen Netzwerke. Und erst bei sehr hohem Wasseranteil schlägt es dann in eine Öl-in-Wasser-Emulsion um. Hier habe ich ein Bild aus einem Artikel genommen, wo diese schwammartige Struktur visualisiert ist. Wir haben jetzt entlang seiner Verdünnungslinie eine Flüssigkeit vermessen, die recht gut bekannt ist. Und hier haben Sie den Vergleich der Viskosität, die ein mikroakustischer Sensor misst, mit einem normalen Laborviskosimeter, in dem Fall ein Stabinger Viskosimeter. Beachten Sie die logarithmische Skala. Wir sind hier entlang der Verdünnungslinie von wenig Wasseranteil, also fast reines Öl, bis zu fast reinem Wasser und Sie sehen eine riesige Abweichung in den gemessenen Viskositäten, allerdings nicht in den Bereichen, wo bekannt ist, dass keine bikontinuierliche Phase vorliegt. Das heißt, in diesen Bereichen sind die Tröpfchen klein genug und unser Sensor nimmt die Flüssigkeit als homogenes Ganzes wahr. Sobald diese riesigen Strukturen entstehen, misst der Sensor was ganz anderes als ein Sensor oder ein Messgerät, das wirklich ordentlich umrückt. Ja, also das illustriert, wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen. Und das ist auch dann die Punchline, die ich jetzt in dieser verkürzten Version hier anbringe. Für diese Anwendung ist es vielleicht gar nicht so günstig, einen miniaturisierten Sensor zu verwenden, der bei hoher Frequenz schwingt, weil Sie Ihre bikontinuierliche Phase nicht in der Form messen können, wie Sie es gern hätten. Das heißt, ein Teil unserer Arbeit, den ich jetzt hier nicht weiter vertiefe und ich zeige Ihnen dann nur ein paar Beispiele, besteht darin, Sensoren zu finden, die mit klassischen Messverfahren besser vergleichbar sind. Und sehr oft sind es dann Sensoren, die gar nicht so klein sind. Für Maschinen, Leute aus dem Maschinenbau noch immer klein, aber für Leute aus der Mikrosystemtechnik nicht klein. Es ist auch möglich, andere Schwingungsmoden zu verwenden, zum Beispiel Druckwellen. Druckwellen breiten sich ins Volumen der Flüssigkeit aus und wechselwirken ebenfalls mit was immer Sie bestimmen wollen. Und es gibt auch einen sogenannten zweiten Viskositätskoeffizienten, den Sie bestimmen könnten durch die Dämpfung von Druckwellen. Ja, um die halbe Stunde nicht zu überschreiten, lasse ich es damit ausklingen. Es gibt also neben diesen scherschwingenden Oberflächen allerlei andere Strukturen, die auf andere Art mit Flüssigkeiten wechselwirken, zum Beispiel schwingende Brücken, die können dann wieder mit Mikrosystemen realisiert werden und die liefern dann Ergebnisse, die vergleichbarer sind mit Laborgeräten, wenn das für Sie wichtig ist oder die Leute aus der Anwendung. Auswärtige Elektronik spielt eine Rolle,
Und hier sind ein paar Sensoren, die sich im Zuge unserer Arbeit ergeben haben, weil wir nach Alternativen gesucht haben. Wir haben also insbesondere auch Alternativen zur piezoelektrischen Anregung gesucht. Man kann auch Lorentzkräfte, also magnetische Kräfte auf stromdurchflossene Komponenten verwenden, um die Sensoren zum Schwingen zu bringen. Oft ist eine drahtlose Ankopplung wichtig. Wir haben auch mit anderen alternativen Materialien gearbeitet, Polymeren. Es geht manchmal auch um die Integration in besonders kleine Systeme. Manchmal geht es auch darum, dass sie vielleicht nicht viel, dass sie nur kleine Probevolumen haben. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt, wo es darum ging, die Viskosität von Gelenksflüssigkeit zu bestimmen, ne, wenn sie um Entzündungsphänomene zu beobachten. Na, das ist ein großes Problem. Wenn Sie hier große Proben entnehmen, dann kriegt die Person, die untersucht wird, vielleicht ein Zusatzproblem, weil sie zu wenig Gelenksflüssigkeit dann noch über hat. Ja, und hier sind ein paar Bilder. Also hier sehen Sie verschiedene Schwinger auf Quarzbasis. Hier sehen Sie Schwinger, die mit Lorentzkräften angetrieben werden, Metallplättchen, hier in Siliziumtechnologie realisiert. Diese Platte schwingt auch in einem Schermodus und hat damit eine ähnliche Wechselwirkung wie der Schwingquarz, den ich gezeigt habe, allerdings bei niedrigerer Frequenz, wodurch die Eindringtiefe größer wird. Das hier ist ein Bauelement, wo unten eine Platte schwingt, die über eine vielleicht sehr viskose Flüssigkeit eine zweite Platte hier oben mitschleppt. Und über die Übertragungsfunktion, auch das erfordert wieder Modellierung, können Sie auf die Viskosität der Flüssigkeit zurückschließen. Die obere Platte hat hier ein Loch, Sie sehen das hier, damit Sie die Flüssigkeit einbringen können. Die zieht sich dann durch Kapillarkräfte dazwischen. Das hier ist ein Aufbau zur Messung der Druckwellenviskosität oder longitudinalen Viskosität und so weiter. Das heißt zusammenfassend, für viele Anwendungen sind physikalische Sensoren im Unterschied zu chemischen Sensoren ein Mittel der Wahl, selbst wenn Sie an chemischen Größen interessiert sind. Ein Subset der physikalischen Flüssigkeitseigenschaften sind die rheologischen Eigenschaften, also insbesondere die Viskosität. Je nachdem, womit Sie es zu tun haben, muss man sich genau anschauen, welche Art der Wechselwirkung stattfindet und ob die das ergibt, was ich eigentlich messen will und bei welchen Messparametern, in unserem Fall also zum Beispiel Frequenz und Art der Schwingung, mein Sensor mit der Flüssigkeit wechselwirkt. Und für viele Anwendungen ist es dann so, dass man vielleicht zu niedrigeren Frequenzen geht und andere Schwingungsmoden verwendet, sodass nicht notwendigerweise ein miniaturisierter Sensor dabei herauskommt. In diesem Sinn ist small not necessarily beautiful. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hier sind nur ein paar unserer Forschungspartner im Netzwerk gelistet. Und ich stehe für Fragen natürlich zur Verfügung.